Und jetzt spricht dann gleich die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie vertritt, wie schon erwähnt, an dieser Stelle heute den am vergangenen Freitag zurückgetretenen ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, die Kanzlerin. Zu meiner Arbeit als Bundeskanzlerin gehört es, dass ich mir Videos von Tätern, zum Beispiel bei Geiselnahmen, gelegentlich persönlich anschaue. Ich habe mir auch das Video angeschaut, das jetzt im Zuge der Ermittlungen gegen die Thüringer Terrorzelle entdeckt wurde. Bevor wir die alles überragende Frage, wie konnte das geschehen? Warum sind wir nicht früher aufmerksam geworden? Warum konnten wir das nicht verhindern? Beantworten, bitte ich darum, dass wir schweigen. Wogegen wir größte Vorbehalte und Bedenken haben, und da werden wir uns in der Berliner Koalition sträuben bis zur letzten Patrone, liebe Freunde, und niemals nachgeben, dass wir eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme bekommen. Das wollen wir nicht, liebe Freunde. Etwas Menschenverachtenderes, Perfideres, Infameres, sofern es solche Steigerungsformen überhaupt gibt, habe ich in meiner Arbeit noch nicht gesehen. Ich habe mich gefragt, wie kommen Menschen dazu, so etwas zu denken und zu tun? Wer oder was prägt extremistische Täter? Wie kann es sein, dass solche Täter immer wieder Helfershelfer und Anhänger finden? Wie schützen wir Menschen vor Anfeindung und Bedrohung am besten? Überall sollten wir ein feines Gehör und Gespür für die kleinen Bemerkungen, die hingeworfenen Sätze entwickeln. So manche Bemerkung nimmt man schnell mal auf die leichte Schulter, nach dem Motto, der oder die meint das doch nicht so ernst. Doch Intoleranz und Rassismus äußern sich keinesfalls erst in Gewalt. Gefährlich sind nicht nur Extremisten. Gefährlich sind auch diejenigen, die Vorurteile schüren, die ein Klima der Verachtung erzeugen. Wie wichtig sind daher Sensibilität und ein waches Bewusstsein dafür, wann Ausgrenzung, wann Abwertung beginnt. Aus Worten können Taten werden. Das ist die Botschaft der 12. Kerze auf dem Podest.